Werden Sie nun bitte still. Schließen Sie bitte Ihren Mund. Öffnen Sie nun bitte Augen, Ohren und Ihr Herz. Der Film fängt jetzt an. Hallo, mein Name ist Heidi Makowitz. Ich bin Selbstvertreterin bei Mensch zuerst People First Vorarlberg. Mensch zuerst setzt sich für die Rechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten ein. Wir möchten nicht geistig behindert genannt werden, sondern Menschen mit Lernschwierigkeiten. Mit diesem Film erkläre ich Ihnen, was persönliche Assistenz ist und warum persönliche Assistenz für ein selbstbestimmtes Leben wichtig ist. Im Nationalen Aktionsplan der österreichischen Bundesregierung und in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist persönliche Assistenz für alle Menschen mit Behinderungen vorgesehen, damit ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft möglich ist. Begleiten Sie mich jetzt auf eine Reise. Viele Menschen leben auf der Erde. Ich möchte euch nun herzlich einladen, einen Blick auf Österreich zu werfen. Österreich ist ein schönes Land, in dem viele unterschiedliche Menschen leben. Jeder Mensch ist einzigartig und braucht in seinem Leben Unterstützung. Für Menschen mit Behinderungen gibt es oft Hindernisse, ihr Leben selbst zu bestimmen. Deshalb ist die Teilhabe in der Gemeinschaft oft nicht möglich. Es ist wichtig, dass wirkliche Inklusion gelebt wird, dass wirkliche Inklusion gelebt werden kann, muss die Teilhabe an der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen möglich sein. Deshalb setzen wir uns für persönliche Assistenz für alle Menschen, die sie brauchen, ein, damit ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft möglich ist. Wir Selbstvertreter vom Mensch zuerst Vorarlberg sind Experten in eigener Sache. Wir haben uns in den letzten Jahren viele Gedanken zum Thema persönliche Assistenz gemacht. Wir haben überlegt, was für Menschen mit Lernschwierigkeiten wichtig ist. Wir arbeiten an einem passenden Konzept für das Land Vorarlberg mit. Was ist persönliche Assistenz? Wie kann persönliche Assistenz für Menschen mit Lernschwierigkeiten funktionieren? Ich erkläre es euch mit dem folgenden Beispiel. Das ist Paul. Es könnte auch Paula sein. Paul ist eine Person mit Lernschwierigkeiten und lebt wie viele andere Menschen in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen. Paul ist manchmal unzufrieden. Deshalb unterstützt ihn eine Mitarbeiterin vom Wohnheim, damit er eine Peerberatung bei Mensch zuerst machen kann. Peerberatung heißt, Gleiche beraten Gleiche. Bei der Peerberatung spricht Paul über seine Wünsche und Träume. Er träumt von einer eigenen Wohnung und wünscht sich, dass er seine Freizeit selbstbestimmt gestalten kann. Er möchte sein Leben verändern. Die Peerberaterin erzählt, wie sie ihren Weg in die eigene Wohnung gemeistert hat. Dadurch bekommt Paul Mut.
Paul will wissen, was es für Angebote gibt. Die Beraterin gibt ihm einen Überblick. Besonders interessiert ihn persönliche Assistenz, weil das Besondere bei persönlicher Assistenz ist, dass Paul selber entscheiden kann, für was, wann, von wem, wie und wo er persönliche Assistenz bekommt. Mit persönlicher Assistenz ist Paul sein eigener Chef. Zum Chefsein bekommt Paul Unterstützung von der Servicestelle für persönliche Assistenz. Die Servicestelle ist von anderen Institutionen unabhängig und wird im Sinne der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung geleitet. Er ruft bei der Servicestelle an. Er wird mit dem Assistenzbegleiter verbunden. Der Assistenzbegleiter hat eine Ausbildung für den Sozialbereich und ist Mitarbeiter der Servicestelle. Er weiß, was gute Unterstützung ist. Er verwendet leichte Sprache und macht Zusammenfassungen mit Bildern. Er nimmt sich genügend Zeit für Paul. Er nimmt die Wünsche von Paul ernst. Er vertraut in die Fähigkeiten von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Er ist geduldig und kann gut zuhören. Kehren wir wieder zurück zu unserem Beispiel. Paul wünscht sich für den Weg zur Servicestelle Begleitung. Dabei lernen sie sich kennen. Paul ist nach dem ersten Treffen begeistert und möchte ein Leben mit persönlicher Assistenz ausprobieren. Kein Problem. Der Assistenzbegleiter hilft Paul herauszufinden, was er will. Die Wünsche, Anliegen und Ziele von Paul werden sichtbar gemacht und festgehalten. Er spricht mit Paul auch darüber, was er nicht will, über seine Ängste und Albträume. Der Assistenzbegleiter hilft Paul herauszufinden, wofür er in seinem Leben Assistenz braucht. Das ist für Paul nicht einfach zu beschreiben. Er kann sich das Leben in der eigenen Wohnung noch nicht vorstellen. Deshalb lädt Paul seine Freunde, Familie, seine Peerberaterin, sein Sachwalter und Fachpersonen zu einem Treffen in die Servicestelle ein. Sie helfen Paul herauszufinden, wofür er Assistenz braucht. Paul bekommt bei diesem Treffen Unterstützung vom Assistenzbegleiter. Paul stellt mit Hilfe des Assistenzbegleiters den Antrag für persönliche Assistenz. Nun kann Paul die nächsten Schritte machen. Mit Unterstützung des Assistenzbegleiters überlegt Paul, was für Assistenten er braucht und wie er gerne Assistenz bekommen möchte. Er wählt seine erste Assistentin aus. Sie heißt Petra. Sie hat eine passende Ausbildung und Berufserfahrung. Petra unterstützt Paul in den nächsten Monaten, eine Wohnung zu suchen, einen Antrag auf Wohnbeihilfe zu stellen, einen Mietvertrag zu machen und den Umzug vorzubereiten. Obwohl Paul schon persönliche Assistenz bekommt, kann er trotzdem noch eine Weile gleichzeitig im Wohnheim bleiben. So kann er ohne Risiko persönliche Assistenz ausprobieren. Um sich auf ein Leben mit persönlicher Assistenz vorzubereiten, besucht Paul einen Workshop zum Thema Chefsein, in dem er lernen kann, wie man Assistenten anleitet und was seine Rechte und Pflichten als Auftraggeber sind.
Der Assistenzbegleiter unterstützt Paul, seine Assistenz zu organisieren. Er hilft ihm, Dienstpläne zu machen und neue Assistenten anzustellen. Paul wählt noch 2 weitere Assistenten aus. Paul will, dass die Servicestelle die Anstellung und Bezahlung der Assistenten übernimmt. Nun ist es soweit. Die Wohnung ist bereit. Die neuen Assistenten unterstützen ihn beim Wohnen, Putzen, Kochen und Einkaufen. Mit Hilfe von den Assistenten besucht Paul bei der Volkshochschule einen Kochkurs und geht manchmal auf ein Hardrock-Konzert. Seine Assistenten unterstützen ihn, Beziehungen zu Freunden und Familie zu pflegen. Und ich möchte Sie noch einmal erinnern, immer bestimmt Paul, für was, wann, von wem, wie und wo er persönliche Assistenz bekommt. Weil Paul manchmal den Überblick verliert, unterstützt ihn Petra, sein neues Leben zu organisieren. Paul macht mit ihrer Hilfe eine Wochenübersicht über seine Arbeitszeit, Assistenzzeit und wichtige Termine. Er macht auch einen Essensplan und einen Putzplan. Petra unterstützt ihn auch bei Arztbesuchen und Behördengängen, sein Geld einzuteilen, Entscheidungen zu treffen und in Krisen, wenn gerade alles schief geht. Paul ist schüchtern und manchmal traurig. Er wünscht sich Liebe und eine Partnerin. Petra unterstützt Paul mit Gesprächen. Nächste Woche begleitet Petra Paul zu einer Single-Disco. Paul lebt nun nicht mehr im Wohnheim. Er lebt nun schon seit einem halben Jahr in seiner eigenen Wohnung mit persönlicher Assistenz. Er hat Glück. Er hat Assistenten gefunden, mit denen er sich gut versteht und denen er vertraut. Paul organisiert mit seinen Assistenten in seiner neuen Wohnung eine Einweihungsfeier. Es ist ein richtiges cooles Fest mit seinen Nachbarn, Freunden, seiner Familie und seiner neuen Liebe. So wie in diesem Beispiel kann persönliche Assistenz für viele Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft ermöglichen. Jeder Mensch ist einzigartig und braucht unterschiedliche Unterstützung auf dem Weg zur persönlichen Assistenz. Deshalb wünschen wir uns persönliche Assistenz für alle Menschen mit Behinderungen. Dafür setzen wir uns ein. Es braucht ein gutes Konzept für persönliche Assistenz. Wir wollen mitbestimmen. Für uns ist leichte Sprache wichtig. Gute Informationen und Beratung. Es ist wichtig, dass alle Menschen mit Behinderungen über persönliche Assistenz erfahren. Ausreichend Geld und ausgebildete Mitarbeiter für eine unabhängige Servicestelle, die im Sinne der SLI-Bewegung geleitet wird. Einen 24-Stunden-Service für Notfälle. Für die Assistenz für Menschen mit Lernschwierigkeiten braucht es zum Teil gut ausgebildete Assistentinnen und Assistenten. Es braucht gute Arbeitsbedingungen für Assistenten und Assistentinnen. Wir müssen den Personen, die uns unterstützen, vertrauen können. Sie sollten nicht oft wechseln. Wir vom Mensch zuerst Vorarlberg wünschen uns eine baldige Umsetzung von persönlicher Assistenz in unserem Ländle. Das Netzwerk Selbstvertretung Österreich setzt sich für persönliche Assistenz in allen Bundesländern ein. Wenn Sie mit uns über persönliche Assistenz reden wollen oder wenn Sie von uns Infos zur persönlichen Assistenz haben wollen,
Wir sind gerne für Sie da. Gehen wir gemeinsam in eine bessere Zukunft mit persönlicher Assistenz.